Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Mukbang auf meinem Kanal. Ich esse jetzt gerade Mittag. Ich habe hier Kartoffelgratin, ich habe hier Gemüse und ich habe hier irgendwas an Fleisch. Irgendein Flatterviech hier auf jeden Fall. Genau. Ich habe so Hunger und irgendwie habe ich das Gefühl, mein Hals kackt wieder ab. Oh, so ekelhaft, Mann. Was ist das denn? Leute, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber irgendwie schmeckt das komisch. Mama, was ist das? Okay, also es schmeckt nicht komisch, aber es ist so, es fühlt sich so komisch an beim Kauen. Nee, das will ich nicht haben. Ein Haar hängen. Leute, ich habe mich gerade so gebettelt. Ich habe mich gerade so gebettelt mit dem einen Nachbarn. Wir klauen uns mal gegenseitig den Parkplatz, beziehungsweise die haben 5 Jahre, seitdem wir hier wohnen, jedes Mal auf demselben Parkplatz geparkt. Also wir haben hier mehrere Parkplätze vorm Haus und theoretisch gehört keinem ein Parkplatz. Es gibt hier keine festen Parkplätze, jeder kann parken, wo er möchte. Aber wir haben trotzdem hier so unsere Parkplätze, wie soll ich das nennen? Seit Jahren parkt hier jeder auf seinem Parkplatz. So, eigentlich nicht seinem, aber trotzdem seinem Parkplatz. Keiner klaut dem anderen den Parkplatz. Man weiß, okay, die Familie da, die und die parkt da. Die Familie da und da parkt da. Die parken da, die parken da. Und man weiß halt im Kopf schon, welche Parkplätze frei sind, wo man sich halt hinstellen kann und wohin halt nicht, so, ne? Der andere Nachbar aber hat angefangen, die guten Nachbargeschichten, mir vor gut 5 Monaten jedes Mal meinen Parkplatz zu klauen. Er klaut es nicht, er kann parken, wo er will. So ist es nicht. Aber er parkt halt da, wo ich immer geparkt habe. So, und seitdem betteln wir uns um den Parkplatz. Und voll oft, Leute, nehme ich einfach das Auto meiner Eltern oder sowas, von meinem Papa, und fahre einfach, oder von meiner Mama, und fahre einfach mit deren Auto, weil ich meins nicht vom Fleck bewegen will. Weil ich keinen Bock habe, halt am Ende woanders parken zu müssen. Auf jeden Fall, ich kam von der Seite und der Nachbar kam von der Seite. Und wir wollten beide in denselben Parkplatz. Ich habe es gespürt, Leute. Ich bin, ey, shame on me, wirklich shame on me. Ich bin gerade in unserer 30er-Zone mit 50 durchgekracht. Eventuell, vielleicht, kann sein. Kann wohl möglich sein, kann aber auch sein, dass ich lüge. Sorry, ich muss das sagen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Um den Parkplatz zu bekommen. Und wir waren wirklich fast Schnauze an Schnauze. Und ich war wirklich halb so im Parkplatz drin. Ja, und der war so sauer auf mich. Der ist aus dem Auto gestiegen. Der hat nicht mal Hallo gesagt. Wir sagen uns seither auch nicht mehr Hallo. Er hat angefangen, sozusagen mir den Parkplatz wegzunehmen. Und wo ich das halt irgendwann gecheckt habe, dass er das mit Absicht macht. Seitdem sagen wir uns auch nicht mehr Hallo. Ich habe den einmal gefragt, er war nicht auf meinem Parkplatz, er war auf dem Parkplatz, wo ich immer bin. So kann man, glaube ich, sagen. Ich habe den dann gefragt, so, fahren Sie jetzt weg? Er so, ja. Und dann fragt er mich so, warum? Ich so, ja, weil dann kann ich mich ja gleich auf den Parkplatz stellen. Ja, so, ah, ich stelle mich ja auch immer hin, damit die Vögel nicht auf meinen Wagen kacken, so gesehen. Ich so, okay, und seit diesem Gespräch sagt er auch nicht mehr Hallo zu mir. Seitdem ich mein Auto weggesetzt habe, nachdem er weggefahren ist. Ups.
Boah, irgendwie ist das warm, aber irgendwie ist es auch scheiße kalt. Mein Hals macht Faxen, ich kann nicht mehr richtig reden. Mir tut das beim Reden ein bisschen weh. Das ist nicht gut, Leute. Wenn das wieder zurückkommt, blutet mir eine Magenspiegelung. Ist das kalt. Ich habe schon eine Winterjacke an. Es ist so scheiße kalt, ey. Das wird dieses Jahr wirklich ein richtig heftiges Weihnachten. Ohne Beleuchtung, ohne keine Ahnung was. Bin ich ehrlich gesagt richtig traurig. Als Corona angefangen hat, hieß es ja, sie wollen doch die nächsten Jahre mit ihrer Familie auch verbringen. Ja, okay. Hat, glaube ich, damals die Merkel gesagt. Sie wollen ja die nächsten Jahre auch mit ihrer Familie verbringen. Dann gab es Beschränkungen wegen dem Sehen, beziehungsweise wie viele Leute sich im Haushalt aufhalten dürfen, wie viel von auswärts, bla bla. Danach das ja auch. Letztes Jahr war es, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr Einschränkungen gab. Na gut, wir haben sowieso im ganz kleinen Kreis gefeiert. Deswegen war uns das egal. Und dieses Jahr, wow, wo man vielleicht eventuell wieder so ein bisschen seinen Alltag zurückhaben könnte, beziehungsweise ja, einen Feiertag wieder zurückhaben könnte, den man vernünftig mit seiner Familie verbringen könnte, gibt es nicht mal wahrscheinlich Weihnachtsmärkte, vernünftig, wahrscheinlich unbeleuchtet. Was ist denn das noch für ein Weihnachtsmarkt, ey? Das ist doch Weihnachten, dieses Feeling, dieses. Alles ist richtig schön dekoriert und beleuchtet und alles sieht wunderschön aus. Was ist denn das jetzt noch für Weihnachten? Alles auf LED und Batterie. Okay, das habe ich tatsächlich aber die letzten Jahre auch so gemacht, bis auf meinen Tannenbaum. Den habe ich angesteckt. Aber alles andere war bei mir auf LED, auf Batterie. Voll traurig. Richtig, richtig traurig, ey. Ich habe heute fast gar nichts getrunken. Ich sollte nicht mehr stehen. Oh, scheiße, mein Hals. Was ist denn das? Das gefällt mir jetzt aber gerade so gar nicht. Boah, Leute, ne? Als ob meine Mom hier Schweinefleisch benutzt hat. Ich esse seit, oh, keine Ahnung, man kann schon sagen, so seit 3 Jahren so gut wie nur noch Geflügel. Putenschnitzel und keine Ahnung, halt so ein Scheiß, ne? Halt Flatterviecher. Und es fühlt sich einfach immer wieder so komisch an, wenn ich mal Schweinefleisch esse. Und ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn meine Mom hier Schweinefleisch benutzt hat. Ja, irgendwie. Sorry, Mom, aber irgendwie. Kartoffelgratörstück esse ich gleich noch auf, aber das Fleisch. Ey, macht mir irgendwie gerade Bauchschmerzen. Im Mülleimer habe ich jetzt auch nichts gesehen. Irgendwie, ich bin sowieso nicht so die Fleischesserin, außer bei Flatterviechern, dann esse ich schon gerne, aber Schwein und Rind passt gar nicht mehr. Letztes Jahr bei Pascal
als wir da bei Pascal seinen Eltern, als wir da an Weihnachten waren, an Weihnachten und Silvester waren wir da, aber ich meine jetzt Silvester, da gab es ja so gesehen dieses Silvesteressen. Und die Mama macht halt immer so, also Pascal, seine Mutter, macht immer so eine Platte mit von allem irgendwie alles. Schnitzel ist da, glaube ich, Frikadellen sind da und sowas. Und Leute, ich habe Nudelsalat gegessen, ich habe Kartoffelsalat gegessen und habe mir dann vom Eisbergsalat die Blätter da alle runtergeholt und habe die dann gegessen wie so ein Kaninchen. Weil ich halt einfach nichts vom Fleisch gegessen habe. Nichts. So. Fertig. Das esse ich nicht, lieber zur Seite. Vielleicht ist das später mein Papa oder sowas. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Samstag. Träumchen nach oben und über einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Tschüss, ihr Lieben.